So, servus zusammen und welcome zum Behind the Scenes of Going Offline. Ja, mich hat es echt gefreut, wie gut das Video euch gefallen hat. Danke für die ganzen positiven Kommentare und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal das Video durch und schauen uns mal die einzelnen Szenen an, wie das so geklappt hat, das Ganze zu filmen und vor allem, wie lange es auch gedauert hat, weil das war jetzt nichts, was wir in 2 Tagen gefilmt haben. And then we go offline to realize the real beauty of nature. So, genau, die erste Szene, die ist quasi oben an so einer alten Burg gefilmt, war die letzte Szene, die wir auch gefilmt haben, sind dafür dann ja, einfach mal hochgegangen, haben geschaut, wie viel los ist, das ist recht oft überlaufen, deswegen können wir jetzt auch kaum hinschauen, haben dann eben unseren Anfang gefilmt, wo wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen kritisieren, dass man eben das Ganze mit dem, man ist nur noch online, stellt alles immer ins Internet, was man macht und vergisst einfach auch mal, einfach so Fahrrad zu fahren, ohne quasi irgendeinen Druck durchs Internet oder so zu haben, sondern einfach Spaß zu haben, rauszugehen und ja, die Zeit zu genießen. Dann haben wir eben da oben unser Intro gefilmt, ein bisschen ja, so ein Behind the Scenes von ja, so einer typischen Insta-Szene, wie man sie heutzutage kennt. Und kamen dann aber auf die Idee, es wäre doch richtig cool, da mit einem Fakey Nose Manual die, oh, kommt jemand? Nee, die Rampe runterzufahren. Ja, und dann haben wir eben gesagt, so gut, probieren wir jetzt ein paar Mal und aus dem ein paar Mal wurden dann knapp, ja, wahrscheinlich 400-500 Versuche, bis es letztendlich dann geklappt hat, aber ich denke, es schaut dann auf jeden Fall gut aus, es zeigt im Video ein bisschen, auf was man sich einstellen kann und ja, macht, denke ich, ein bisschen Lust aufs Video, wenn man das sieht. Kommt dann auch quasi gleich die nächste Szene. Die ja nicht nur geistig viel Überwindung gekostet hat, sondern auch körperlich nochmal, nachdem ich da das erste Mal ordentlich reingefallen bin in den Graben zwischen den beiden Steinen. Bin dann eben genau mit den Handballen oben drauf gelandet. Die waren dann auch kitzblau und ich weiß nicht, ob da vielleicht mehr kaputt war. Es war nämlich so, dass es über Wochen jedes Mal, wenn ich drauf gekommen bin, wurde es sofort wieder blau und tat höllisch weh. Also Liegestütze oder so konnte ich gar nicht mehr machen. Aber ja, letztendlich stand ich dann einige Male oben und dachte mir einfach nur so, nee, ich springe jetzt nicht nochmal rüber. Aber haben wir dann auch nochmal gemacht, ist im Kasten und bin eigentlich auch ziemlich stolz auf die Szene. Das ist so ein Ding, was ich mir gedacht habe schon als Kind, so wow, da mal zu fahren unten, das wäre schon echt cool. Ja, und man muss eben dann seine Träume auch mal Wirklichkeit werden lassen. Ja, dann ging es eben weiter. Das ist ein bisschen an einer anderen Stelle hier im Wald. Also ist quasi auf der anderen Seite vom Wald drüben. Da ist dann recht viel Sandstein und Felsen und schaut halt eben einfach cool aus, wenn man dort fährt. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, ja, wir wollen ein bisschen die Drohne mit einbauen, so den schönen Wald zeigen. Ja, und auch ein paar One-Takes machen, also quasi schöne Trails, einfach ein bisschen dieses ja, Good-Life-Feeling auf dem Fahrrad vermitteln. Und dann kamen wir eigentlich auch schon zu einer der Szenen, die mir am meisten Nerven gekostet hat. Der Baumstamm ist quasi direkt hier oben. Ja, ich nenne es mal so, den ja, Skinny Tree Drop oder so. Ja,
war auf jeden Fall so, es ist auch eine Stelle, da geht ein Trail direkt vorbei und ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, so kann man nicht über den Baumstamm fahren, aber es war halt immer ein bisschen so ein Hirngespinst. Der geht ja vom Boden weg, also man kann einigermaßen drauf fahren, hat sich aber dann doch als recht schwierig erwiesen. Geht dann knapp, ich würde sagen, 2 Meter in die Luft hoch und hängt aber frei am Ende. Das heißt, er fängt total das Wackeln an und baumelt und von dem wollte ich dann quasi links wieder auf den Trail reindroppen. Hat auch ja, erstmal sehr, sehr viel Überwindung gekostet. Also ich habe lange gebraucht, bis ich auf den Baumstamm fahren konnte. Als ich dann auf den Baumstamm fahren konnte, war eben das Problem, dass es so wackelig war und so, dass ich extrem konzentriert war, einfach geradeaus weiterzufahren. Und dann konnte ich überhaupt noch nicht dran denken, links reinzudroppen. Und ja, hat dann bestimmt 2-3 Mal gedauert, wo ich auch wirklich hier war, immer wieder oben stand und mir gedacht habe, heute machst du es. Und letztendlich habe ich es dann versucht, als ich echt keinen Bock mehr hatte, so lange zu warten. Als es geregnet hat, der Baumstamm war nass und ich dachte mir einfach nur so, ja okay, jetzt einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Hab dann den ersten Drop gemacht. Hatte ein ziemliches Glück, weil ich mit dem Hinterrad oben auf dem Ast hängen geblieben bin oder auf dem Stamm und quasi fast über den Lenker gegangen wäre. Konnte es noch fangen und bin dann runtergedroppt und nebendran einfach in den kleinen Busch reingefahren. Kommt jemand? Nee. Dann habe ich eben nochmal all meinen Mut zusammengenommen, bin nochmal drauf gefahren und ja, beim zweiten Mal droppen hat es dann perfekt funktioniert. Ich war ziemlich stoked, dass es geklappt hat, was echt nicht oft der Fall ist. Und ja, also die Szene hat einiges an Nerven gekostet. Kommen wieder ein paar schöne Fahrszenen vorbei an den Sandsteinen, die es hier im Wald gibt. Und im nächsten Schritt ging es dann auf den Trail, der auch hier der ganz schönen ist. Ein paar Sprünge sind drin, schlängelt sich schön durch den Wald durch und ist alles relativ natürlich gebaut. Also macht einfach Spaß auf dem zu fahren und soll halt ein bisschen so diese Vielseitigkeit zeigen, auch die man auf den Trails hier im Wald haben kann. Also man kann quasi von so einem Baumstamm, wie er jetzt da oben ist, bis auf irgendwelche flowigen Lines alles fahren. Also man ist da ja nicht beschränkt, sondern einfach das, worauf man Bock hat. Von dem Trail aus ging es dann eben weiter zur einer anderen Stelle, wo ich quasi nur einen schnellen Backwheel-Hop auf dem Stein machen wollte, vom Stein reindroppen. Hat dann ja auch erstaunlich schlecht funktioniert auf die ersten Versuche. Also ich hatte es vorher schon ein paar Mal gemacht, aber da ging es mir einfach nicht mehr rein. Und dann waren wir da nochmal Nachmittag, haben das immer wieder versucht, ein paar schöne Szenen, verschiedene Kamerawinkel ausprobiert, dann reingedroppt und dann geht es weiter im Video. Szene geht es dann weiter Richtung dem Turm wieder. Der Turm ist von so einer Mauer umgeben und ist eigentlich ganz witzig, auf der Mauer zu fahren. Und dann habe ich mir so ein paar neue Lines ausgesucht, also bin von hinten drauf gesprungen. Das war so, ich würde sagen, ja, 1 Meter hoch, 1,5 Meter, irgendwas da dazwischen. Bin dann eben auf die Mauer gefahren, dann sind da so 2-3 Stufen, die bin ich nach oben noch gefahren und stand dann am höchsten Punkt von dieser Mauer. Und wollte dann über so eine 2. Stufe wieder runterfahren, fahr runter, bleib im Vorderrad irgendwie hängen und fall quasi links in den Graben rein. Ich ging so 2-3 Meter runter und ich hatte ziemliches Glück, weil ja, an der Stelle ist aber so ein Plateau, auf das ich da drauf gefallen bin. Woanders wäre es wirklich deutlich, deutlich weiter runter gegangen. Aber ist zum Glück nichts passiert, 1-2 Kratzer im Rahmen und ja, habe meine Sachen genommen, bin nochmal hochgegangen, sind wir das Ganze nochmal gefahren, dann ja, einen 180 Drop runter gemacht und dann ging es weiter. Genau, dann habe ich da eben noch, also quasi bin ich nochmal auf eine andere Mauer drauf gesprungen, habe einen Tire Tap 180 runter gemacht und dann ging es weiter zur nächsten Szene. Genau, die nächste Szene ist dann von einem ja, Schuttberg, der direkt neben dem Wald aufgeschüttet ist.
Da ist jetzt gar nicht so viel besondere Fahrweise, aber es ist halt einfach jedes Mal cool, da oben zu fahren. Wenn da der Sonnenuntergang ist, also die Sonne geht dann immer hinterm Wald unter. Das heißt, man hatte immer einen ganz schönen Ausblick über die ganzen Dörfer hier außenrum. Ja, und das Licht ist einfach mega gewesen. Also hat riesig Spaß gemacht, da zu fahren. Und ja, unten ist dann so eine breite, ja, Sandstraße, kann man fast sagen. Auf der hatte ich mir dann den Kopf gesetzt, dass ich quasi anfahre, mit dem Hinterrad einmal um 180 Grad rumdrifte und dann mich nochmal um 180 Grad drehe, um weiterzufahren. Aber nach ein paar Versuchen hat es dann auch geklappt. Rundet, denke ich, dann da hinten auch die Szene ab mit dem ganzen schönen Licht. Ist nochmal eine schöne Fahrszene dann auch mit drin. Und dann kommt noch so ein kleiner Bunnyhop über, ja, eine Schranke mehr oder weniger drüber, wo wir dann auch das Video beendet haben. Bank ist so, oder diese Bank oder die ganze Szene dort ist so typisch für unseren Wald hier. Also alles schön grün, alte Bänke, wo man sich mal hinsetzen kann, auch einfach mal ein bisschen sich ausruhen kann. Denke ich, rundet die Szene ganz gut ab und damit habe ich dann, oder haben wir das Video beendet. Genau, damit haben wir dann das Video beendet. Ich sitze da, genieße einfach nochmal die gute Zeit, die ich jetzt im Wald hatte. Genau, und dann haben wir es fertig gemacht. Ja, alles in allem so eine Zusammenfassung. Ich denke, wir waren ja wahrscheinlich 10 Tage in der Summe mit dem Filmen beschäftigt. Da auch ganz oft wirklich nur eine Szene gefilmt, weil einfach bestimmte Szenen mehr als einen Tag in Anspruch genommen haben. Und wenn man sich das dann in den Kopf gesetzt hat, dass man sagt, man will jetzt ausgerechnet über den Baumstamm fahren, da runterspringen oder sonst was, dann dauert es einfach auch mal ein paar Versuche, bis man das wirklich hat. Deswegen ist immer ein Riesenaufwand. Danke auch nochmal an Theo und an Domi, die ja fleißig mitgefilmt haben, die vor allem auch die Geduld hatten mit mir, das Ganze umzusetzen. Und ja, bin jetzt echt froh, dass wir das Video veröffentlicht haben, dass es bei euch so gut ankam. Schreibt doch mal in die Kommentare unten rein, was eure Lieblingsszene war. Und dann schauen wir mal, was das nächste Video wird. Also wir haben jetzt noch ein, zwei Projekte vor dieses Jahr. Seid gespannt.